Jede Erinnerung wird abgespeichert, wird nachts prozessiert, gut wegsortiert, damit du es leicht hast. Jede Erinnerung ist Teil deines Selbst, das du durch jeden deiner Gedanken selber erstellst. Jetzt stell dir vor, am Ende deines Lebens ist ein Museum, was dir dein ganzes Leben zeigt. Ja, stell dir vor, am Ende deines Lebens siehst du eingerahmte Bilder deiner Zeit. War heute ein Museumstag mit Bildern von dir? Warst du heute glücklich? Hast du heute gelacht und was Neues probiert? War heute ein Museumstag mit Bildern von dir? Warst du heute dankbar? Hast du heute geliebt? Warst du fasziniert? Du bist ein Wunder, lass mich erklären. Du bist am Leben, kannst dich bewegen und Sprachen erlernen. Ganz von alleine atmest du ein und jeder Herzschlag gibt dir die Chance, du selber zu sein. Und jeder Herzschlag gibt dir die Chance, du selber zu sein. Jetzt stell dir vor, am Ende deines Lebens siehst du eingerahmte Bilder deiner Zeit. War heute ein Museumstag mit Bildern von dir? Warst du heute glücklich? Hast du heute gelacht und was Neues probiert? War heute ein Museumstag mit Bildern von dir? Warst du heute dankbar? Hast du heute geliebt? Warst du fasziniert? Klein sie auch scheinen, werden am Ende die größten Gemälde der Ausstellung sein. Jetzt stell dir vor, am Ende deines Lebens ist ein Museum, was dir dein ganzes Leben zeigt. Coaching-Übungen verbunden mit einem Lied kann so einen Dominostein in Bewegung bringen. Ich wünsche mir, dass du der Beziehung zu dir selbst heute ein kleines Stückchen näher kommst. Einen Raum voller Erkenntnis wiederfindest. Einen Raum gefüllt mit Bildern voller Verbundenheit, Reflexion und vielleicht ein kleines bisschen Magie.